Gut, wir wollen heute zum Mühlentag versuchen, unsere Mahlgänge mitzubewegen. Galerie Holländer und Holländermühle deswegen, weil die eine drehende Kappe hat. Das ist das Entscheidende. Die Burgwindmühle wird auch als deutsche Mühle bezeichnet. Und diese Mühle wird, das haben Sie erlebt, die wird ja insgesamt gedreht auf dem sogenannten Hausbaum. Und bei uns ist es so, wird nur die Kappe gedreht. Alles andere steht ruhig. Jetzt schauen Sie mal an die Flügel. Da werden die Jalousien jetzt geöffnet. So, das ist das Nonplusultra an der Windmühle. Die große Flügelwelle dreht sich mit dem Kammrad Durchmesser ca. 3,50 m, greift nahezu lautlos in dieses sogenannte Bunklerrad ein und dreht damit diese sogenannte Königswelle. Die geht bis runter und wir haben die Kraftübertragung dort am Wallstein, wo wir sie brauchen. Das ist so das Prinzip. Mehr ist da gar nicht zu sagen. Das kann man auf sich wirken lassen. Ich sage mal ganz zum Verständnis, die Bremsklötze sind hier aufgehängt und werden dort oben rangezogen. Und damit bremse ich dieses große Kammrad hier. Und damit steht die Mühle dann still. Sogenannter Ritterschuh, der das Gerät ganz gezielt in Menge in das sogenannte Auge des Mahlsteins schickt. Und dort unten hat es keine andere Chance, durch die Fliehkraft muss es dann kurz nach außen getrieben und damit werden die Körner zermahlen, sobald sich die Steine übereinander legen. Das haben wir jetzt nicht ganz bewusst, wir wollen nur, dass sich hier was dreht. Mal so ein bisschen hier reingucken, wenn man einen Griff kriegt. Und das ist der Sichter. Vorne kann man sehen, kommt das Getreide oder das Mahlgut wird eingeführt, läuft über diese schräge Siebtrommel nach hinten weg. Das feine Mahlgut Mehl fällt raus und das grobe dann da hinten im letzten. Jetzt hier einfach mal den Schieber ziehen. Mal reinhalten. Das wird abgeschüttet. Ja, das ist durch die Maschenweite 0,32 mm und das findet der Bäcker gut. Das mischt er mit in sein Vollkornbrot mit ein. Mit Holz der Backraum aufgeheizt und wenn es dann heiß genug ist, dann kommt die Asche raus unten in den Aschkasten und dann kommt wieder ein neues Blech rein. Essen und Trinken? Auch mal, ja. Cool. Also schon allein deswegen.